Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew die dritte Nacht in Folge mit Drohnen angegriffen. Bei mehreren Explosionen sind nach Behördenangaben mindestens 4 Menschen verletzt worden. Insgesamt habe das russische Militär die Ukraine mit 20 Drohnen attackiert. Sie seien im Luftraum abgeschossen worden. Herabfallende Trümmerteile beschädigten mehrere Gebäude. Auch über dem Westen des Landes sei eine russische Rakete abgefangen worden. Und die Lage in der Ukraine beobachtet Tobias Dammers in der Region Saporischschja für uns. Tobias, Russland hat die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt geflogen. Was genau wissen Sie über die Opfer und die Schäden? Mir liegen auch die Zahlen des ukrainischen Katastrophenschutzes vor. Es soll 4 Verletzte geben. 2 davon offenbar so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Aber es sind eben nicht nur die Angriffe in Kiew, die registriert worden sind, sondern auch in anderen Regionen, wie beispielsweise im Süden, in Cherson oder in der Stadt Saporischschja. Dort soll es 20 Verletzte geben, hat der Militärgouverneur gesagt, darunter auch 8 Kinder. Sie sind ja gerade in der Region Saporischschja und beobachten die Soldaten bei der Gegenoffensive. Wie geht's denen denn gerade und wie kommen die voran? Sie kommen offenbar voran, wenn aber auch schleppend und langsam. Wir haben heute mit einer Mörsereinheit gedreht in der Nähe der Stadt Orihiv und haben dabei beobachtet, wie eben diese Einheit Raketen auf die russischen Stellungen abgefeuert hat. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen und gehört, wie russische Einschläge auf ukrainischem Gebiet stattgefunden haben, also Artilleriegefechte. Parallel dazu hat der ukrainische Generalstab verkündet, dass genau in dieser Region, in der Nähe der Stadt Orihiv, Geländegewinne gemacht worden sind, wenn auch kleine Geländegewinne. Unterm Strich, wenn man die Gegenoffensive aber anschaut, dann ist es so, dass der große Durchbruch bislang ausgeblieben ist. Ein amerikanischer Think Tank schätzt ungefähr, dass 250 Quadratkilometer zurückerobert sind. Das ist übersichtlich, aber mehr als das, was die Russen im Winter zurückerobert haben. Und wie geht es den Soldaten? Ich habe in den vergangenen Tagen gut gelaunte Soldaten getroffen, motivierte Soldaten, auch Soldaten, die Witze machen über ihre Arbeit. Ich habe zum Beispiel aber auch Dima getroffen, einen 22-jährigen Soldaten, und der sagt, natürlich, nach einem Jahr Krieg sind die Soldaten müde, sie haben psychischen Stress und damit muss man erstmal klarkommen. Allerdings, das kann man sich in etwa vorstellen. Woran liegt es denn, dass der Vormarsch momentan so schwer fällt? Zum Beispiel daran, dass Russland eben auch immer noch weiterhin viele, viele Soldaten einsetzt. Das hat mir auch Dima geschildert, der eben direkt an der Wiedereroberung von einigen Dörfern beteiligt gewesen ist. Und für ihn, sagt er, ist es besonders schwer, Anhöhen zu erstürmen, weil die russische Artillerie weiterhin über viel, viel Munition verfügt. Die Gerüchte, die auch zum Teil aus der Wagner-Gruppe in Russland hervorgekommen sind, dass Russland unter Munitionsmangel leide, kann er nicht nachvollziehen. Er hält das für einen Mythos. Und auch andere Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, die russische Artillerie verfügt über Drohnen, über Minen, über Artillerie. Und ein Nachlassen ist bislang da noch nicht zu erkennen. Ein Thema, was die Soldaten vielleicht auch beschäftigen wird, ist natürlich der Nachschub mit Waffen und Munition. Präsident Zelensky ist ja jetzt vom NATO-Gipfel in die Ukraine zurückgekehrt und zeigt sich nach heftiger Kritik zu Beginn am Ende des Treffens in Vilnius doch ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen. Wie sehen das denn die Soldaten vor Ort? Da sind mir vor allen Dingen 2 Gespräche im Kopf geblieben. Volodymyr zum Beispiel, ein Kommandant einer Einheit, der hat mir gesagt, dass es in der Truppe eigentlich gar kein Thema sei, was auf dem NATO-Gipfel besprochen sei, zumindest in seiner Einheit. Er sagte, sie stehen morgens auf, trinken einen Kaffee und haben dann so viel zu tun, dass keine Zeit darüber nachbleibt, darüber nachzudenken, was die Politiker machen. Ein anderer Soldat hingegen hat, wie ich finde, eine ganz interessante Meinung geäußert, und er sagte, er sei dem Westen und auch den NATO-Ländern sehr dankbar für die Sicherheitsgarantien, die in Aussicht stehen, und auch für die Waffenlieferungen. Aber, sagte er, er sieht die Ukraine selbstständig in der Pflicht, für die eigene Sicherheit zu sorgen, auch außerhalb der NATO, und forderte, dass die Ukraine sich eben wirtschaftlich und militärisch selbst so aufstellen muss, dass es sich auch selbst verteidigen kann gegen mögliche Angriffe Russlands. Vielen Dank für diese Eindrücke aus der Region Saporischschja und alles Gute, Tobias Dammers.